Willkommen zum ersten Unboxing in 2021 quasi. Und da habe ich das dritte Volume von The Pet Girl of Sakurazo für euch. Mit der guten Mashiro hieß sie, glaube ich, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Vorne drauf. Ja, auf alle Fälle als erstes. Ich muss natürlich wieder die Folie ab. Das hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert. Außer ich würde das schon off-cam machen. Auch dann ist ja kein richtiges Unboxing mehr. Dann ist ja einfach nur ein. Ich zeige euch. Ach komm schon. So. So, das Ganze wieder so ein bisschen in der Leinwand-Matten-Optik. Finde ich echt schick. Das tun wir jetzt mal beiseite. Natürlich wieder in der Mediabook Edition. Und hier sind die. Oh, falsch rum. Hier sind die Episoden 13 bis 18 drauf. Und in dieser Edition. Ein exklusives Wendeposter ist noch mit dabei. Ach, hier oben jetzt aufgestanden. Ja. Bildformat ist natürlich 16 zu 9 Full HD. Ton ist beiden Sprachen, also im Japanischen und im Deutschen 2.0. Dann gibt es das Ganze noch mit deutschen Untertiteln und geht 144 Minuten. Als digitale Extra sind noch drauf eine Trailershow. Dann haben wir hier auch schon das Innere, hatte ich ja schon gezeigt. Dann haben wir hier. Nicht KSM, Animoon-Werbung. Kennen wir aber schon. Erstmal die Disc noch. Upsala. Geht nicht raus. Dahinter ist auch nochmal ihr Gesicht. Dann gucken wir uns erstmal noch das Poster an und danach dann auch sofort in das Booklet. Da haben wir einmal die eine Seite. Und auf die andere Seite müsst ihr euren Kopf erstmal 90 Grad nach links neigen. So, und dann hätten wir das. Und dann wieder wie ein Skizzenbuch gemacht, das Booklet. Also die Beziehung zu den unterschiedlichen Charakteren. Sind sehr dicke Seiten. Ich dachte erst, dass ich zwei genommen habe. Nee, Misaki, nicht Mashiro. Ach, Mashiro war die Blonde, der Hauptcharakter. Wer weiß, wer bis jetzt schon einen Kommentar reingetippt hat, das ist nicht Mashiro. Ja, dann haben wir hier noch einen Screen. Dann. Oh. Gibt Weihnachtsfolgen. Das ist ja eigentlich sehr passend. Beziehungsweise jetzt nicht mehr ganz so passend, aber ach, scheiß auf die paar Tage. Und das hier ist auch. Ist das die letzte Seite? Ich weiß, dass ich sie bei so einem Eingabe. Ja, das ist die letzte Seite bei so einem eingearbeiteten Booklet fast mal rausgerissen habe, obwohl es schon die letzte Seite war. Und ja, das war's, was es dazu zu zeigen gibt. Falls ihr euch das gute Stück auch kaufen wollt, ich verlinke euch alles einmal zum Shop, zum Animoon und einmal zu Amazon in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Und demnächst gibt es dann auch schon das letzte Volume der Serie. Habe ich schon rumliegen. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Dann tschüss.